Hey Leute, ich bin's Will und heute stelle ich euch mal wieder ein paar weitere Fallen in Minecraft vor. Die ein oder anderen müssen die Map vielleicht schon kennen. Ich habe letztes Mal ein paar Baum- und Diamantfallen vorgestellt, zum Beispiel diese hier. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr die natürlich gerne nochmal auf meinem Kanal anschauen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal mit der ersten Falle an. Diesmal sind es jetzt ein paar andere Fallen. Einige sind vielleicht nicht so krass, andere vielleicht schon. Und wartet auf jeden Fall mal ab. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Falle an. Und zwar mit der Chest Trap Pitfall. Und dazu laufen wir hier einfach mal hoch. Und vielleicht ist für den einen oder anderen schon auffällig, dass hier einfach mal Wollteppiche sind. Hier ist eine Kiste und diese können wir öffnen und an der Kiste ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber wir öffnen die Kiste und wir merken, oh shit, wir fallen hier runter, alles wird hier zerstört und das ist jetzt nicht so eine krasse Falle zu Anfang. Einfach aus dem Grund, vielleicht gehen manche Spieler direkt an die Kiste und somit kann man einfach nicht runterfliegen, sondern hier nur in diesem Bereich und wenn man dann in die Lava fliegt, dann ist man eigentlich zu 100% tot, aber wenn man halt direkt an die Kiste steht, dann werden diese Teppiche leider nicht weggemacht, einfach wegen den Schildern hier und da gibt es keine andere Möglichkeit, soweit ich weiß. Das war aber jetzt mal so die erste Falle. Es wird auf jeden Fall noch ziemlich cool und wir gehen jetzt mal gleich zur zweiten Undetectable Pitfall Trap. Also wir haben hier einen ganz normalen Gang, natürlich wieder mit Teppichen. Wenn ich hier rüberlaufe, passiert erstmal nichts und ich muss auch nichts öffnen. Und sobald ich über das Redstone laufe, das mache ich gleich mal, so, dann pass mal auf, was passiert. Ich fliege jetzt wieder in die Lava. Diesmal wird alles komplett zerstört, also bis hier hinten würden wir es auf keinen Fall schaffen. Hier sieht man zum Beispiel auch schon die Partikel, die werden dann durch diesen Redstone-Block hier aktiviert, sobald wir hier drüber laufen und dann haben wir keine Chance mehr irgendwie der Lava zu entkommen. Und das war so auch zu der Falle, wie zum Beispiel das auch gebaut ist, kann man hier nochmal genauer sehen und dann kommen wir auch schon gleich zu der nächsten Falle. Dafür muss ich mir ein paar Eggs nehmen und zwar zum Beispiel nehme ich mir hier einfach mal, ich weiß nicht, was ich nehmen soll, kommt Zombie-Eggs kann ich mir hier mal gönnen und Creeper-Eggs und so, das mache ich mal. Ich fülle mal in diesen Zombie-Eggs rein, in diesen Dispenser und in diesen hinteren mache ich mal Creeper-Eggs und dass man natürlich nicht die Dispenser später sieht, haben wir ganz einfach hier verschiedene Bilder und wir können jetzt hier erstmal drüber laufen. Sobald wir hier drüber laufen und, oh, what the fuck? Okay, jetzt hat sich das schon aktiviert, werden alle, ja, Creeper und Zombies befreit. Ach du Scheiße, wie das aussieht. Und jetzt sind hier schon instant mega viele Creeper und Zombies. Und sobald ich hier über den Redstone-Block laufe, das war gerade ein bisschen Fail, auch wie bei der letzten Falle, dann wird das wieder aktiviert durch diesen Redstone-Block. Kann man sich, wie gesagt, nochmal alles genauer hier anschauen. Dann kommen die Creeper eben aus den Dispensern einzeln raus und das fuckt hier ab. Okay, das funktioniert auch hier durch diese Redstone-Clock und deswegen mache ich das jetzt hier erstmal ein bisschen weg. Wir gehen jetzt erstmal zu der nächsten Creation, was jetzt nicht so unbedingt interessant ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch keine Falle. Und zwar, wenn man hier Eis unter Soul Sand hat, ganz einfach, dann läuft man mega langsam. Also das ist wirklich, langsamer geht's nicht, selbst wenn man sprintet. Ich sprinte jetzt gerade, kann man einfach nicht schnell laufen. Und was jetzt aber funktioniert, hier zum Beispiel haben wir nochmal weiße Teppiche und hier fangen die Slimes an. Dann verwirrt es vielleicht den einen oder anderen Spieler, dass da Slimes drunter sind und man nicht richtig laufen kann. Ich weiß jetzt nicht, warum der Ersteller das hier eingebaut hat. Es ist wirklich keine Falle, wollte ich nochmal gesagt haben, nicht, dass sich da manche beschweren. Aber deswegen gehen wir mal direkt zu der nächsten Falle über und wir müssen da hinten rein. Wir haben hier einen ganz normalen Gang und hier natürlich auch einen Knopf und mit diesem Knopf wollen wir die Tür aufmachen. Das würde ich sagen, machen wir gleich mal und let's go und mal schauen, was jetzt passiert. Ich würde jetzt auf jeden Fall sterben. Das ist einfach so eine kleine 2x2 Pistenfalle und hier kann ich die wieder öffnen, was ein bisschen schade auch bei dieser Falle ist. So, das schlage ich jetzt auch mal kaputt. Wenn ich jetzt hier stehe, also bei den zwei Blöcken und das steht man wirklich meistens direkt bei der Tür, dass man direkt durchkommt, diesen Knopf hier drücke, dann würde ich einfach nicht sterben, weil ich hier stehen muss, um runter zu fliegen und da wird man zwar sicherlich sterben, man könnte auch unten noch Lava oder was anderes einbauen, das ein bisschen tiefer bauen, dass man halt wirklich mit jeder Rüstung stirbt, aber sobald man wirklich hier steht, zwei Blöcke vor der Tür, kann man leider nicht mehr sterben, was die Falle nicht so cool macht, aber trotzdem eigentlich eine relativ coole Idee und ist vielleicht nicht unbedingt schwer nachzubauen, also ihr könnt euch das Ganze natürlich selber mal gerne anschauen, die Map euch downloaden und falls euch was gefällt, ist natürlich selber gerne nachbauen und dann gehen wir mal direkt zu der nächsten Falle über und zwar zu einer Minecart-Falle. Wir haben hier eine Truhe mit verschiedenen Loren, ich nehme jetzt mal eine raus und hier steht auch schon Bobs Haus Dead Away, okay und wir können hier mal, ja wir laufen noch nicht lang, wir werden jetzt das gleich mal sehen, wir können hier auf jeden Fall die Lore platzieren, ganz einfach, das Minecart und wir können einsteigen und sobald wir diesen Hebel hier betätigen, fahren wir natürlich los und jetzt wollen wir angenommen zu Bobs Haus und das machen wir einfach mal, weil schauen, was uns jetzt hier gleich erwartet. Wir fahren los, ich bin jetzt im Game Mode 1 natürlich und jetzt bin ich hier drin, ich kann nicht mehr irgendwie raus und ich habe keine Chance zu entfliehen und ich wäre jetzt im Game Mode 0 natürlich ganz klar tot. Wir können es gleich nochmal vielleicht mit einer Dia-Rüstung ausprobieren, mal schauen, ob ich dann sterben werde. Durch diesen Sensor wird das natürlich aktiviert und im Game Mode 0 könnte ich auf jeden Fall nicht mehr entfliehen, indem ich irgendwas abbauen will, aber wir probieren es jetzt mal gleich
gleich im Game Mode 0 aus. Die volle Dio-Rüstung ist angezogen und jetzt gehen wir mal in die Schiene und schauen mal, ob wir sterben. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube aber nicht, dass wir sterben. Es ist nicht allzu viel TNT und ich kann jetzt theoretisch aussteigen, aber ich verliere nur 2,5 Herzen. Ach du Scheiße. Okay, vielleicht stirbt man mit einer bisschen schlechteren Rüstung, aber mit einer Full Diamond Rüstung stirbt man auf jeden Fall nicht. Und klar, man könnte jetzt hier langlaufen und dann sieht man auch schon direkt die Sensorschiene und kann auch sehen, oh shit, das sind Dispenser mit TNT drin, gleich mal alles rausnehmen. Aber deswegen kann man sich das natürlich noch ein bisschen länger bauen. Das könnte man unendlich lang bauen und dann läuft halt kein einziger Spieler irgendwie die Strecke entlang und schaut da, ob es eine Falle gibt oder nicht. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine ziemlich coole Falle, wie ich finde. Ihr könnt auch gerne mal eure Meinung so in die Kommentare schreiben. Und wir gehen jetzt mal gleich zu der nächsten Falle und dazu brauchen wir mal wieder ganz viele Eggs und wir nehmen jetzt einfach mal ganz viele Creeper, würde ich hier sagen. Wir haben hier am besten ein Haus, es geht am besten unterirdisch, einfach weil man hier noch was dazu bauen muss. Das zeige ich euch gleich. Wir gehen jetzt erstmal ins Haus rein und schauen, was da so verbaut ist. Einfach eine ganz normale Truhe, Ofen und so weiter, ein Diamantblock. Als Beispiel könnte man jetzt einem Kollegen einen Diamantblock hier reinsetzen. Der baut den natürlich ab. Ganz wichtig, das muss an der Wand sein. Und jetzt gehe ich hier mal hoch und deswegen wird hier was Kleines verbaut. Deswegen wäre das vielleicht in der Höhle besser, da man sich das von außen natürlich anschauen kann. Und wir bauen jetzt hier mal ein kleines Loch rein. Und hier sehen wir schon, hier ist gleich die Falle. Und ich muss jetzt hier ganz viele Creeper spawnen. Das mache ich gleich mal. So, und die sind jetzt da ein bisschen verbuggt. Und so, okay, genau. Ich muss jetzt hier direkt auf den... Und der Creeper geht jetzt raus. Die buggen jetzt da alle drin rum und ich kann jetzt, glaube ich, keine Creeper mehr platzieren, oder? Doch, ich kann jetzt hier noch Creeper platzieren. Also das könnte man natürlich jetzt richtig übertreiben. Ich lasse das jetzt gleich mal. Es sind schon wirklich viele Creeper und deswegen mache ich das mal wieder zu. Ist eigentlich egal. Und deswegen gehen wir hier mal unten rein, bauen den Diamantblock ab, bauen den ab und dann sehen wir hier, es fliegen ganz viele Creeper raus oder auch nicht. Okay, das muss man alles auf einen Block platzieren, sonst geht es nicht. Und im Game Mode 0 natürlich, okay, könnte man vielleicht noch entfliehen, vielleicht auch nicht. Sobald ein Creeper explodiert, ist man natürlich tot. Aber trotzdem, man muss hier aufpassen, dass man wirklich alles auf diesen Block hier macht, dass sich alle Creeper hier sozusagen stapeln. Die sind jetzt leider alles so zum Beispiel in andere Richtung gesprungen. Muss man halt drauf aufpassen, aber trotzdem ist es auch so eine richtig heftige Mob-Falle. Das ist jetzt die letzte Falle und sie funktioniert mit Strohballen, natürlich auch mit Redstone-Pistons. Und warum genau Strohballen? Ganz einfach, weil man die mit jedem Werkzeug gleich schnell abbauen kann. Da gibt es natürlich auch noch andere Items vielleicht, aber Strohballen eignen sich eigentlich ganz gut für diese Falle hier. Und diese Falle ist auch geeignet, um einen Kollegen zu trollen. Man muss wirklich nur diesem Kollegen sagen, dass er sich in dieses Loch hier reinstellen muss, diesen Knopf drücken muss und dann ist man eigentlich schon in der Falle drin. Ich gehe jetzt gleich mal in den Game Mode 0 und mal schauen, ob wir jetzt jemals wieder aus dieser Falle hier rauskommen werden. Ich drücke mal gleich den Knopf. Also man muss halt einfach sagen, dass der Kollege hier rein muss und dann kann man selber den Knopf drücken. Der Kollege ist jetzt eigentlich auch egal und wir drücken den Knopf und jetzt mal gleich schauen, was passiert. Wir sind jetzt hier drin gefangen. Und die Pistons bewegen jetzt immer die Strohballen hier und ich kann jetzt mich einfach gar nicht mehr befreien. Deswegen Strohballen, ich kann das jetzt nicht mehr abbauen. Die werden jetzt halt immer in verschiedene Richtungen geschoben und ich kann versuchen, was ich will. Ich kann das nicht abbauen. Deswegen, ich könnte mir theoretisch auch irgendein anderes Werkzeug mit Effizienz 5 oder so geben. Es wird nicht funktionieren. Ich kann hier nie wieder raus. Außer natürlich im Game Mode 1 und selbst das geht schwierig hier abzubauen. Und so sieht es auf jeden Fall aus. Die Pistons schieben die ganze Zeit die Strohballen hin und her und somit kann man einfach nicht mehr aus der Falle raus. Das war es jetzt auch so zu der letzten Falle. Falls es euch gefallen hat, würde es mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt eure Meinung auf jeden Fall mal zu den Fallen in die Kommentare. Welche findet ihr am besten? Welche findet ihr nicht so gut? Ich fand auf jeden Fall die letzten zwei so am besten meiner Meinung nach. Ansonsten checkt auf jeden Fall alle Links in der Videobeschreibung ab. Wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!